Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen zweiten Termin der Social Media A-Vorlesung hier auf Twitch in diesem Covid-Semester. Bedauerlicherweise ja von gestern auf heute einen neuen Rekord gebrochen. Also wir verbringen das Semester gemeinsam online bei unserem Thema Social Media, natürlich auch sehr naheliegend. Intro übrigens. Wiener Hip-Hop von den Wax Solutionists, von der LP The Big Butter, vor 2 Jahren erschienen, glaube ich, in your Tape Deck. Anyways, von der Populärkultur und dem Hip-Hop zu unserem Thema, eine kurze organisatorische Anmerkung zum letzten Termin. Ich hoffe, Sie haben alle gesehen, die Vorlesung, die Aufzeichnung des letzten Termins ist im Moodle mittlerweile online und verfügbar. Die Links zu den weiterführenden Videos habe ich Ihnen auch dazugestellt. Heute setzen wir dort fort, beziehungsweise schließen wir dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar bei den Definitionen bzw. Spezifika von Social Media. Und da komme ich auch gleich auf das letzte Mal bereits angekündigte freiwillige Übungsaufgabe. Sie wissen ja, Sie haben hier bei mir im Social Media A-Teil und bei Professor Walter im Social Media B-Teil jeweils die Möglichkeit, 2 freiwillige Übungsaufgaben im Laufe des Semesters einzureichen. Die bringen Ihnen jeweils 2,5 Punkte, also insgesamt 10 Punkte, 2,5 mal 4. Das heißt, Sie können sich damit um einen Notengrad verbessern für die Abschlussprüfung. Die mit den Übungsarbeiten erzielten Punkte, die gelten dann jeweils für alle 4 Prüfungsantritte zu dieser Vorlesung im Wintersemester. Ja, ich kann es Ihnen nur empfehlen, wir hatten auch vor kurzem den dritten Prüfungstermin aus dem Vorsemester. Ja, da hat man gesehen, dass so gerade in Grenzfällen natürlich die Übungsarbeiten sehr, sehr hilfreich sind. Wir werden Sie im Laufe des Semesters auch am Laufenden halten, wie die Prüfung genau stattfinden wird. Das ist derzeit organisatorisch noch etwas unklar, ob es im Jänner dann vor Ort Prüfungen geben wird oder ob das Ganze auch online sein wird. Sie werden das auf jeden Fall rechtzeitig erfahren. Ansonsten, ja, wie bereits gewohnt, unser Prozedere hier, wenn Sie Fragen haben, bitte einfach in den Chat hineinwerfen. Flora, unsere Vorlesungstutorin, wird da auch ein Auge drauf werfen. Und ja, zur heutigen Einheit, wie gesagt, wir haben das letzte Mal uns bereits begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, wodurch definieren sich Social Media Plattformen oder anders gesagt, was zeichnet Social Media Plattformen aus, welche Spezifika. Ich möchte da eben heute fortsetzen und das bezieht sich auch auf die Übungsaufgabe. Da wird es nämlich darum gehen, dass Sie selber eine Plattform, ein Online-Service, eine Community, kann aber natürlich auch eine Mobile-App sein, beschreiben, die Sie selber verwenden und die Elemente von Social-Media-Plattformen, von sozialen Medien enthält. Ich habe Ihnen das letzte Mal ja bereits gesagt, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Bestandteile. Nicht jede Social-Media-Plattform ist genau gleich aufgebaut. Ein Definitionskriterium könnte man sagen, sind die zugrunde liegenden Algorithmen, die steuern, wer welche Inhalte zu Gesicht bekommt. Allerdings basieren auch nicht alle Social Media Plattformen auf diesen Algorithmen. Wenn Sie beispielsweise an Twitter denken, da wird nichts gefiltert. Das heißt, bei Twitter liegt es ganz an der Disziplin des Nutzers, nicht zu viele Accounts zu abonnieren. Da sieht man eben alles, was die Personen posten, denen man followt, ist aber eher ungewöhnlich. Die meisten Social Media Plattformen nutzen eben solche Algorithmen. Was aber allen Plattformen gemeinsam ist, ist die Tatsache, dass die Inhalte oder zumindest der überwiegende Teil der Inhalte eben nicht von einer Redaktion, einer zentralen Stelle erstellt und online gestellt wird, sondern von den Nutzern selber. Das bedeutet, diese sozialen Medien befinden sich von ihrem Setup her irgendwo zwischen klassischen Massenmedien und technologischen Infrastrukturen. Das ist auch so eine relativ neue Sache, wenn Sie überlegen, vor dem Internet war es relativ klar, der Betrieb eines Massenmediums inkludierte 2 Dinge. Zum einen die Verbreitungsstruktur. Wenn Sie an eine Zeitung denken, dann bedeutet das die notwendigen Vervielfältigungstechnologien, in dem Fall die Druckpressen, die Druckanlagen. Auf der anderen Seite aber auch die Distribution
über Trafficking, auch über den über Abonnement, über die Verteilung. Wenn Sie an Fernsehen oder Radio denken, dann bedeutet das einerseits die Erstellung der entsprechenden Inhalte, aber auch die Verteilungsstruktur. Im Fall von analogen Radio und TV eben die entsprechenden Sender, über die das Ganze dann verteilt wird. Jetzt haben wir in den digitalen Medien, im Internet, zum einen die zentrale technologische Struktur unserer Datenleitungen und zum anderen die Services, die darauf aufsetzen. Diese sozialen Medien wie Facebook, Twitter und so weiter sind ja grundsätzlich erstmal leere Plattformen. Das heißt eben, wie gesagt, es gibt keine Redaktion, die die Inhalte zur Verfügung stellt. Und das stellt natürlich auch, ja, ich sage mal, den klassischen Gesetzgeber oder die Einordnung dieser Medien vor gewisse Schwierigkeiten. Wenn Sie daran denken, Medien zählen in der Demokratie, in demokratischen Gesellschaften sozusagen als vierte Gewalt. Sie sind eine Grundvoraussetzung, um eine informierte Öffentlichkeit zu schaffen, die dann demokratische Entscheidungen treffen können soll. Aus diesem Grund genießen Redaktionen oder Journalisten gewisse Sonderrechte und auch sind auch an gewisse Verpflichtungen gebunden. Bei diesen Social-Media-Plattformen gibt es, wie gesagt, eben keine Redaktion. Die Inhalte kommen von den Nutzern selber. Und da tritt dann natürlich auch schnell mal die Frage auf, sind das reine, wenn Sie so wollen, neutrale Infrastrukturen, die von Ihnen, die in die aktuelle Netflix-Doku oder Social-Media-Dilemma reingesehen haben, die wissen, dass es da ganz andere Antworten auf diese Frage gibt. Auch mit einigen dieser Antworten werden wir uns im Laufe der Vorlesung befassen. Das heißt, Technologien sind in der Regel nie ideologiefrei, sondern die Art und Weise, wie solche Social-Media-Plattformen implementiert sind, die Spielregeln, die beispielsweise Facebook festlegt, die können starke Auswirkungen auf beispielsweise politische Entscheidungen haben. Ein anderes Beispiel ist nicht unbedingt im Social-Media-Bereich angesiedelt. Google, die Suchmaschine, eigentlich der zentrale, primäre Zugang zum Wissen, wenn man gezielt nach Fakten recherchiert. Welche Informationen nimmt Google auf? Welche Informationen muss Google löschen? Auch da gab es viele einschlägige Entscheidungen. Die Anbieter, eben die großen Technologieunternehmen, Facebook, Google und so weiter, die stellen sich großteils auf den Standpunkt, wir sind reine Infrastrukturanbieter. Was da auf diesen Plattformen dann passiert, an positiven Entwicklungen, aber auch an Grauslichkeiten von Terrorvideos und so weiter, das geht uns grundsätzlich nichts an. In den ersten Jahren der technologischen Entwicklung sind sie damit auch relativ gut durchgekommen, aber dann hat der Gesetzgeber reagiert. Im Fall von Google gab es innerhalb der EU beispielsweise das oft zitierte Recht auf Vergessen. Also auch die. Dann gab es auch einige Rechtsstreitigkeiten mit Verlagen, welche Inhalte darf Google bei den News inkludieren, ohne zu bezahlen und so weiter. Und im Fall von Facebook gibt es da auch in vielen Ländern mittlerweile Verpflichtungen und meisten Social-Media-Plattformen betreiben auch relativ aufwendige, ja, ich sag mal, je nachdem, wie man das bezeichnen will, Moderations- oder Zensureinrichtungen, die sich eben darum kümmern, dass, oder anders gesagt, der Gesetzgeber hat durchaus recht eindeutig entschieden, dass diese Plattformbetreiber schon eine Mitverantwortung betrifft. Das geht jetzt in beide Richtungen. Das betrifft zum einen, was darf auf den Plattformen veröffentlicht werden. Das betrifft aber andererseits auch, welche Inhalte dürfen diese Plattformen denn überhaupt löschen. Da gab es in Deutschland sehr, sehr spannende Urteile, beispielsweise von einem Facebook-Nutzer, der das Posting eines Politikers kritisiert hat. Allerdings, und zwar, ich glaube, nicht gerade sehr, sehr höflich, aber ohne quasi den normalen Rahmen zu verlassen, also nicht, dass im Rahmen einer Beleidigung oder Rechtsverfolgung relevant wäre. Facebook hat diesen Kommentar gelöscht und der Nutzer hat dann auf Veröffentlichung dieses Kommentars geklagt und auch Recht bekommen. Eine andere Sache auch, hat jetzt nichts mit den Plattformen selber direkt zu tun, aber Sigrid Maurer, der Prozess, den Sie sicherlich auch alle mitbekommen haben. Und da ging es darum, ob der Nutzer selber oder jemand anderer den Computer genutzt hat. Aber auf jeden Fall, diese Plattformen stellen aufgrund ihrer neuen technologischen Verfassung den Gesetzgeber auch vor neue Herausforderungen. Julia Jäuter, inwiefern haben die Spielregeln von Social Media Auswirkungen auf politische Entscheidungen und auf welche? Das ist natürlich eine sehr, sehr relevante Frage. Ich glaube nicht, dass man dazu eine definitive Aussage treffen kann. Auf breiter Basis ins Bewusstsein der Öffentlichkeit ist diese Thematik wohl zum ersten Mal eigentlich mit der amerikanischen Präsidentschaftswahl gekommen, speziell mit den Vorwürfen,
dass hier russische Hacker die Ergebnisse manipuliert hätten oder die Öffentlichkeit manipuliert hätten. Die ganze Fake News-Debatte gehört da natürlich auch dazu. Und die Frage ist sozusagen, ich glaube, ohne sich damit auf dünnes Eis zu begeben, kann man in jedem Fall sagen, dass Social Media oder die Meinungsbildung auf Social Media Plattformen eine beträchtliche Rolle im politischen Entscheidungsprozess spielt. Man sieht das auch in Österreich genauso wie international, dass natürlich politische Parteien in den Wahlkämpfen in den letzten Jahren ein ständig steigendes Budget für die Aktivitäten in Social Media haben. Das betrifft sowohl die organischen Postings der Politiker und Parteien, aber auch Kampagnen, die da geschalten werden. Das spielt sicherlich eine Rolle im Gesamtkonzept, in der Gesamtklaviatur. Es ist aber natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt im Detail herauszuarbeiten, inwieweit einzelne Kanäle, Social Media im Vergleich zu anderen Kanälen wirklich entscheidungsbildend sind. Auf der einen Seite haben wir in Social Media natürlich diesen relativ starken Wiederholungseffekt. Andererseits aus der klassischen Medienwirkungsforschung wissen wir eigentlich, dass tendenziell auch die traditionellen Massenmedien viel stärker dazu neigen, bestehende Einstellungen zu verstärken, als Einstellungen tatsächlich zu verändern. Was natürlich auch noch dazu kommt, ist die sehr unterschiedlichen Nutzungsmuster je nach Altersgruppe. Bei den 12- bis 20-Jährigen spielt lineares, klassisches Fernsehen eigentlich kaum eine Rolle. Die informieren sich vorwiegend mit YouTube-Videos bzw. mit Online-Videos, wenn es um Bewegtbild-Content geht. Bei den älteren Nutzern spielt Fernsehen durchaus noch eine große Rolle. Ich denke, ein Unterschied, der auf jeden Fall zutage tritt, ist natürlich, dass auch Politiker oder politische Akteure, wenn sie Social Media benutzen, mit dieser Situation konfrontiert sind, dass es sich grundsätzlich um einen Zwei-Weg-Kanal handelt. Und je nachdem natürlich auch, wie intensiv jemand so etwas nutzt, macht das durchaus Sinn. Ja, natürlich Cambridge Analytica, stimmt, Dave. Cambridge Analytica kommt da natürlich sofort in den Sinn. Das war ja auch eigentlich einer der Punkte, wo sich die Stimmung, sage ich mal, auf breiter Basis rund um Facebook sehr drastisch gedreht hat. Cambridge Analytica, ein Analyseunternehmen, ein Datenhändler, der politische Präferenzdaten angeboten hat seinen Kunden. Das Businessmodell hat darauf beruht, dass Facebook früher recht freigebig war mit den Daten, wenn es ihnen gelang, dass der Nutzer eine App installiert. Diese typischen Spaß-Apps, wie welcher Superheldencharakter bin ich oder so, dann konnte nach der Installation dieser App konnten weitgehend Profildaten ausgelesen werden und daraus auch eben politische Präferenzen zugeordnet. Diese Daten hat Cambridge Analytica gesammelt und verkauft und da ist dann eben auch der Vorwurf entstanden, dass das Tür und Tor für Manipulation bietet. Aber noch einmal, den konkreten Einfluss dann tatsächlich zu messen, das ist sehr, sehr schwierig. Eine Sache ist auf der anderen Seite klar, Social Media aufgrund natürlich auch der algorithmisch gesteuerten Kommunikation bietet recht weitgehende Eingriffsmöglichkeiten, auch was technische Manipulationen betrifft. Wir hatten ja auch nicht nur im politischen Bereich, auch im Marketing, auch im Influencer-Marketing, da gab es ja auch in Österreich mit M-Cube vor einigen Jahren einen Fall, der große Aufmerksamkeit erregt hat, eine Agentur, die auf Social Media PR spezialisiert war und diese PR hat im Wesentlichen so ausgesehen, dass eine wirklich große Zahl von freien Mitarbeitern, einige hundert, bezahlt wurden, um eben Stimmung für bestimmte Themen oder Kunden zu machen auf Social Media Plattformen. Also die bekamen Briefings und haben dann im Sinne des Kunden dort gepostet und ja, Sie wissen ja, Österreich ist ein relativ überschaubares Land mit ein paar hundert Postern, kann man da zumindest, was die Social-Media-Wahrnehmung betrifft, Themen schon relativ effizient beeinflussen. Also sicherlich auch ein System, das seine spezifischen Manipulationsmöglichkeiten bietet, wie natürlich die klassische Presse auch. Morty de Saludat fragt, hat Cambridge Analytica mit Fake-Usern die US-Wahl beeinflusst oder waren das Anzeigen und Werbung oder haben sie überhaupt nur Daten gesammelt und weitergegeben? Cambridge Analytica selber hat nur diese Daten gesammelt und weitergegeben. Diese Daten wurden dann für targeted Werbekampagnen verwendet. Wenn Sie jetzt im Vorhinein wissen, das ist ein Nutzer, der ohnehin mit den Republikanern beispielsweise sympathisiert, der für das Recht auf Waffenbesitz ist und gegen Abtreibung, so klassisch republikanische Themen, dann ist es
vielleicht jetzt effizienter mit einer bestimmten Kampagne, wenn sie ohnehin schon dessen Einstellung kennen, den dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Beziehungsweise können sie, je mehr sie über Nutzer wissen, die natürlich auch themenspezifisch ansprechen. Wenn sie jetzt wissen, der engagiert sich auf diversen Pro-Waffen-Seiten, dann ist das wahrscheinlich ein Thema, das ihn oder sie beschäftigt. Und sie können, und im Prinzip geht es da immer um das Targeting. Cambridge Analytica selber hat keine Fake-Nutzer oder keine Bots angeboten, sondern wirklich diese Form der Datenanalyse. Das ist, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn jetzt ein paar Tausend oder vielleicht 100.000 Nutzer eine solche App installiert haben, dann haben sie damit auch nicht Zugriff auf ganz Facebook oder ein ganzes Land, sondern eben jeweils auf die Freunde dieser Nutzer, was aber natürlich in Summe schon ganz schön viel ausmacht. Und tatsächlich, das ist auch etwas, das man aus dem Marketing genauso kennt wie aus der politischen Werbung, je mehr Daten sie über jemanden haben, je gezielter sie die Person ansprechen können, desto effizienter ist auch die Werbung. Und das war eigentlich im Kern dieses Business-Modells von Cambridge Analytica. So, und damit zu einigen weiteren Themen der Vorlesung. Wie gesagt, bereits letztes Mal begonnen, was kennzeichnet Social Media? Was unterscheidet Social Media Plattformen vom normalen Web? Wie bereits gesagt, zum einen diese Sonderform zwischen Infrastruktur und klassischen Medienanbietern, die Tatsache, dass die Inhalte von den Nutzern geschaffen werden. Bei den meisten Social Media Plattformen spielt da auch der Algorithmus, der die Verteilung der Inhalte steuert, eine beträchtliche Rolle. Und dann gibt es noch einen Faktor, den ich bisher nicht explizit erwähnt habe, aus technologischer Sicht. Wir unterscheiden bei IT-Systemen die sogenannte Server-Client-Architektur und die Offline-Architektur. Wenn Sie beispielsweise in einen Laptop denken, gibt es verschiedene Programme, Adobe Photoshop oder Word oder was auch immer, die Sie am Laptop verwenden und starten und die offline laufen, auch ohne Internetverbindung. Die meisten Anbieter kombinieren das mittlerweile mit irgendwelchen Cloud-Abos. Bei der Client-Server-Architektur, das bedeutet, dass Sie, um einen Service zu benutzen, permanent online sein müssen oder permanent mit dem Internet verbunden sein müssen. Das mag für Sie oder speziell für die Jüngeren unter Ihnen etwas skurril klingen, aber in den 90er Jahren des vorigen Jahrtausends, als wir noch Telefonmodems verwendet haben, da hat man das Kabel angeschlossen an eine Telefonbuchse oder eben dort fix stecken gehabt und hat sich dann eingewählt. Und hat während dieser Zeit, da waren die Telefonminuten noch relativ teuer, hat man dann E-Mails geschickt und dann ist man wieder offline gegangen. Mittlerweile sind wir natürlich, zumindest gewohnheitsmäßig, sofern wir uns innerhalb der Zivilisation aufhalten und die Internetverbindungen funktionieren, permanent online, am Arbeitsplatz oder zu Hause in der Regel durch WLAN, unterwegs am Smartphone, eben durch mobile Technologien. Ein Spezifikum aller Social Media Plattformen ist natürlich auch, dass sie als Cloud-Services funktionieren. Das heißt, diese Server von Facebook, die Inhalte, die liegen verteilt auf verschiedene Maschinen, auf verschiedene Rechenzentren, verteilt über verschiedene Kontinente. Und wenn Sie jetzt Ihren Facebook-Newsfeed aufrufen, ganz egal, ob vom Smartphone, am Laptop oder am Tablet, dann ist dazu eben eine Internetverbindung erforderlich, weil diese Daten in Echtzeit abgerufen werden. Das ist ja auch deshalb erforderlich, weil Social Media in Echtzeit funktioniert. Auch etwas, das für uns so selbstverständlich geworden ist, dass man es trotzdem mal explizit erwähnen muss. Sie posten ein Status-Update auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer und natürlich mit sehr geringfügigen Verzögerungen, die den Leitungskapazität und technischen Setup geschuldet sind, aber im Wesentlichen quasi in Echtzeit werden dann Ihre Follower oder Ihre Kontakte darüber informiert und können dieses Bild oder dieses Video ansehen. Das heißt, diese Echtzeitkommunikation erfordert natürlich auch diese Infrastruktur, wo die Inhalte auf den Servern der Anbieter liegen. Dahinter steht dann natürlich auch wieder eine nicht unbeträchtliche Copyright- bzw. Urheberrechtsthematik und Datenschutzthematik, die uns auch noch in unseren Einheiten über die DSGVO, über die Datenschutzgrundverordnung beschäftigen wird. Aber das ist eben auch ein wichtiger Punkt: Social Media Services sind Cloud Services. Sie existieren im Internet und wenn Sie so wollen, möglich geworden sind Social Media Plattformen oder der breite Erfolg von Social Media Services auch erst durch diese
ubiquitäre, universelle Verfügbarkeit des Internet. Permanent connected, permanent online. Ein Thema, das uns durch die Vorlesung auch begleiten wird, ist eben die Frage, wie Social-Media-Plattformen Informationen strukturieren. Ich sage mal, in der praktischen Anwendung gibt es immer zwei Anwendungsfelder. Es geht immer um Kommunikation, um Many-to-Many-Kommunikation. Die eine Sache ist die politische Dimension. Welche Rolle spielen Social-Media-Plattformen in unserem politischen Gesamtkonzept? Wie kann man sie regulieren? Wie sollte man sie regulieren? Und die andere Seite, Social-Media in der kommerziellen Kommunikation, in der Marketing-Kommunikation, in der Kampagnen-Kommunikation. Wie funktioniert das? Welche Regeln gilt es da zu beobachten? Wie gehen diese Systeme mit Informationen um? Welche Social-Media-Plattformen gibt es natürlich? Und auch ein Thema, das wir heute schon anschneiden werden, welche Hoffnungen und Ängste sind mit Social-Media-Plattformen verbunden? Das ist ja generell ein Thema, das uns durch die gesamte Geschichte von Medientechnologien begleitet. Ich kann mich da erinnern an eine sehr schöne Anekdote. Corinna Milborn, mittlerweile in der Geschäftsführung von 7One Media, der war ich mal bei einer Podiumsdiskussion und sie hat dann eine ganz spannende Geschichte erzählt. Ich weiß nicht mehr, ob es ihre Großmutter oder ihre Urgroßmutter, aber ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Unterhaltungsliteratur ist ja ein vergleichsweise junges Phänomen. Wir haben den Buchdruck schon lange vor Gutenberg. Gutenberg hat ja nur die beweglichen Lettern erfunden. Aber die Idee, dass man Unterhaltungsromane druckt und zur Belustigung liest, die entstand eigentlich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Vorher spielte natürlich religiöse Literatur, Gebrauchsliteratur, Lexika und so weiter eine große Rolle, aber eben nicht wirklich Unterhaltung. Und Corinna hat dann eben erzählt, dass ihre, sagen wir mal, Urgroßmutter sehr gern gelesen hat. Sie hat sich aber angewöhnt, immer vorher die Hausarbeit zu machen, also quasi alles zu tun, was zu erledigen war. Und erst wenn sie fertig war mit ihrer Arbeit, hat sie dann ihr Buch genommen und gelesen, weil es gab zu dieser Zeit die Befürchtung, dass Jugendliche lesesüchtig werden könnten. Relativ schwierig vorstellbar heute, aber Sie müssen sich denken, Unterhaltungsliteratur war relativ neu und die Idee, die dahinter stand, war Eskapismus, anstatt dann quasi rauszugehen und am richtigen Leben teilzunehmen, stecken diese Jugendlichen ihren Kopf den ganzen Tag nur mehr in Bücher. Wenn man das Ganze dann weiterverfolgt, dann gibt es diese Entwicklungslinie natürlich mit jeder neuen Medientechnologie. Radio weiß ich nicht genau, aber im Fernsehen war natürlich auch die Sache, jugendliche Kinder sitzen zu viel vor dem Fernsehen, Computerspiele, Internet, Smartphone. Und natürlich exzessive Nutzung hat viele Auswirkungen, aber tendenziell die Idee, dass Medientechnologien uns verdummen oder lebensunfähig machen, ist auch eine Sache, die unsere Gesellschaft durchaus schon längere Zeit begleitet. Da gibt es auch genug einschlägige Literatur unter dem Stichwort Kulturpessimismus. Viele Bücher aus dem vorigen Jahrhundert bzw. dem vorigen Jahrtausend, die eloquentest versichern, dass Fernsehen auf jeden Fall das Ende unserer Kultur sein wird, zu einer vollkommenen Verdummung führt. Aktuell kommen auch einschlägige Bücher über das Internet raus. Ich glaube, das werden wir auch überstehen. Es ist wahrscheinlich so, wie Paracelsus schon vor einigen hundert Jahren recht klug gesagt hat, alles ist Gift, die Dosis macht den Unterschied. Aber tendenziell ist es durchaus nicht so, dass uns diese Medientechnologien oder dass wir denen ohnmächtig gegenüberstehen würden. Im Gegenteil, Media Literacy, die Fähigkeit, adäquat mit Medien umzugehen, ist natürlich auch etwas, das sich gemeinsam mit diesen Technologien und entwickelt im Laufe der Zeit. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile starke neurologische Befunde, dass durch die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, zwei Dinge passieren. Zum einen dieser Instant-Gratifikationseffekt, also ich poste etwas und wenn ich fanatischer Wannabe-Influencer bin, schau dann drauf, ob ich eh meine Likes bekomme. Das führt tatsächlich zu konkret messbaren Auswirkungen auf die Körperchemie, sprich erhöhter Dopaminausstoß. Hat also durchaus gewisses Suchtpotenzial zum einen. Und zum anderen die Tatsache, dass, und das lässt sich empirisch ganz klar belegen, dass wir es mit einer rasanten quantitativen Zunahme von Informationen zu tun haben, lernen wir auch Informationen immer, ich sag mal, oberflächlicher zu scannen, größere Mengen
und diese Informationen sehr sprunghaft wahrzunehmen. Hat natürlich auch damit evolutioniert, oder ich sage mal evolutionär, war es immer schon eine der zentralen Herausforderungen an unsere Wahrnehmungsorgane, relevante Informationen durchzulassen, wenn Sie so wollen, zu unserem Entscheidungskomplex im Kopf und in der momentanen Situation weniger relevante Informationen auszufiltern. Dass digitale Medien und soziale Medien in dieser Hinsicht relativ neue und strikte Anforderungen an unsere diesbezüglichen Filtermechanismen stellen, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Wenn wir von Social-Media-Plattformen sprechen, dann haben wir in der Regel meistens die Großen im Kopf, das sind so die Big Seven. Ich habe da ein paar Zahlen für Sie dazu. Das ist an erster Stelle ist da auf jeden Fall Facebook zu nennen. Facebook selber, die Mutterplattform sozusagen, durchaus nicht nur in die Kritik gekommen, sondern leidet auch unter schwindender Nutzeraktivität. Andererseits hat Mark Zuckerberg natürlich in den letzten Jahren sehr klug eingekauft. Und wenn man bedenkt, dass auch Instagram, das sehr floriert, zu Facebook gehört, genauso wie WhatsApp, dann ist das immer noch das größte Social-Media-Imperium. Das Hauptquartier von Facebook befindet sich in Menlo Park in Kalifornien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und die Zahlen, die ich hier, ich werde Ihnen diese Artikel dann auch wieder verlinken, die Zahlen, die ich hier rausgesucht habe, die aktuellen, das sind nicht die registrierten Accounts, sondern die monatlich aktiven Nutzer, so wie sie von den Plattformen selber kommuniziert werden. Das macht einen sehr wesentlichen Unterschied, denn Sie wissen ja, es kommt immer wieder mal vor, dass jemand einen Account registriert, die Plattform dann nicht mehr verwendet, dass jemand Test-Accounts anlegt und so weiter. Also die reine Zahl an bestehenden Accounts sagt natürlich weniger aus als die monatliche Zahl an Nutzern, die sich da einloggen und irgendwas aktiv tun auf dieser Plattform. Also hier in dem Fall bei Facebook 2,45 Milliarden aktive monatliche Nutzer aktuell. Twitter, glaube ich, die zweitälteste Social-Media-Plattform, 2006 gegründet, aktive monatliche Nutzer mit 330 Millionen, deutlich unter Facebook, sehr stark in den USA im englischsprachigen Bereich. Ich würde mal sagen, spielt im Dachraum, im deutschsprachigen Bereich eher eine Nischenrolle. Dann LinkedIn als international orientiertes Business-Netzwerk hat 310 Millionen aktive Nutzer. Ich glaube, von allen Netzwerken die Zahl, wo sich die aktiven Nutzer am stärksten von den registrierten Accounts unterscheiden, weil natürlich sehr viele sich irgendwann mal einen LinkedIn-Account registriert haben, vielleicht einen Kurzlebenslauf angelegt und die Seite dann nicht mehr weiter verwenden. Ist älter als Twitter, sorry, wurde bereits 2003 gegründet. Und dann haben wir Instagram. Wie gesagt, gehört zu Facebook, wurde 2010 als eigenständiges Unternehmen gegründet und dann später von Facebook aufgekauft. Interessanterweise, die Social-Media-Funktionalitäten standen bei der Gründung von Instagram gar nicht so im Vordergrund, sondern die Software, die App, hat eigentlich begonnen als alternative Kamerasoftware. Und zwar, Sie kennen vielleicht die Instant-Kameras von früher, diese analogen, und die erste Instagram-App war eigentlich der Versuch, diese analoge Bildästhetik ins digitale Handy-Foto-Zeitalter zu übernehmen. Daher kommen auch diese verschiedenen Looks und Instagram-Filter. Hat damals auch noch niemand geahnt, dass es eines der populärsten Social-Media-Networks werden würde mit monatlich immerhin 1 Milliarde Nutzern. Dann haben wir Snapchat, einer der neueren Zugänge, gegründet 2011, hat dann auch ein paar Jahre gedauert bis zu großer Popularität. 360 Millionen aktive Nutzer, natürlich vorwiegend im jugendlichen Bereich verortet. Snapchat und natürlich auch WhatsApp sind ja Vertreter einer, wenn man so will, zweiten Generation von Social Media Netzwerken, die durchaus anders mit dem Thema Öffentlichkeit umgehen. In WhatsApp ist ja kein klassisches Social Network, wo sie ein öffentliches Profil betreiben. Es gibt Gruppen, die sehr, sehr populär sind, und bei Snapchat ist es ja so, Snapchat hat das Format Stories erfunden, zentraler Bestandteil der Stories, abgesehen von den visuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Man veröffentlicht diese Story und sie verschwindet nach einem bestimmten Zeitraum wieder automatisch. Eben im Fall von Snapchat standardmäßig nach 24 Stunden. In dieser Zeit
ja, hat man eben die Gelegenheit zu verfolgen, was die eigenen Freunde so tun, aber die Inhalte bleiben dann eben nicht für ewig gespeichert und können dann einem vielleicht später mal bei einer Bewerbung auf den Kopf fallen oder so. Was weiß ich, ein Feature, das auf jeden Fall für großen Zuspruch unter Jugendlichen gesorgt hat. Wie gesagt, 360 Millionen monatliche Nutzer. Ein anderes Netzwerk, das ja sehr viel höheren Altersgruppe verortet ist, ist Pinterest. Eine amerikanische Plattform, sehr visuell orientiert, heißt auch deshalb Pinterest, weil es so etwas darstellt wie das virtuelle Pendant zu einer Pinnwand. Das heißt, auf Pinterest registrieren Sie sich und das eigene Profil besteht aus einer oder mehreren Pinnwänden, an die man Fotos heftet. Diese Fotos kann man oder Grafiken kann man entweder hochladen, vor allem aber auch von anderen Webseiten, die man besucht, dorthin pinnen. Interessanterweise von allen Social Media Netzwerken jenes mit dem höchsten Frauenanteil, das einzige mit einem deutlich höheren Frauenanteil, immer noch über 60%, und enorm populär im Innenarchitektur-, Lifestyle-, Do-it-yourself-Bereich und auch interessanterweise in der Hochzeitsplanung, Fashion, Dekor und so weiter. Auch 322 Millionen aktive Nutzer, wobei auch hier der Großteil der Nutzer sich im englischsprachigen Bereich befindet. Dann haben wir noch Reddit. Kennt die oder der eine oder andere von Ihnen vielleicht auch von Google Suchen. Auch ein sehr altes Social Media Netzwerk, gegründet 2005 und hat sich visuell relativ wenig verändert. Reddit ist eigentlich ein klassisches Diskussionsforum mit sehr, sehr vielen Unterforen. Und was es zu einer Social Media Plattform macht, ist, dass Reddit auch diese Voting-Funktionen inkludiert hat, wo sie für unterschiedliche Antworten hoch oder runter voten können. Wertung oder die Darstellung der populärsten Dialoge basiert auf User-Input. Und was Reddit vor allem auszeichnet, ist eine unglaubliche thematische Verzweigung. Also wenn Sie nach sehr, sehr spezifischen Themen suchen, dann findet man auf Reddit einiges. Ja, Oma nutzt Pinterest für Rezepte. Wow, sehr, sehr fortschrittliche Oma. Ich verwende Pinterest auch ganz gern. Meine Frau macht sehr viel im DIY-Bereich. Da ist das natürlich auch eine gern genommene Inspirationsquelle. Wenn man von den großen Social Media Networks spricht, dann muss man natürlich YouTube auch erwähnen. Ich habe es das letzte Mal auch schon gesagt, YouTube ist so ein Grenzfall für sich selber. Auf der einen Seite natürlich Social Media Plattform mit den ganzen klassischen Kanäle abonnieren, also Follower-Funktionalitäten, Kommentarfunktionen, Social Actions. Auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Video-Hosting-Plattform. Von vielen Nutzern, gerade auch im kommerziellen Bereich, wird YouTube rein als Video-Hosting-Plattform verwendet, in diesem Bereich natürlich auch sehr leistungsfähig, aber wie gesagt, auch ein großes Social-Media-Netzwerk. Das sind aber wirklich nur mal die ganz Großen. Vor 2 Jahren hätte ich an dieser Stelle noch Tumblr erwähnt, Microblogging-System, gehört mittlerweile Yahoo, hat auch sehr stark an aktiven Nutzern eingebüßt. Mittlerweile eher an dieser Stelle noch erwähnenswert TikTok, eine chinesische Social-Network-Gründung, hieß früher mal Musical.ly und wurde auch deshalb sehr attraktiv, weil die haben relativ rasch Nutzungsverträge mit den großen Labels abgeschlossen und hatten daher die Möglichkeit, sehr viel an aktueller, lizenzierter Musik anzubieten, die man für die eigenen Kurzvideos verwenden kann, wurde dann umbenannt in TikTok, eine Weile als Snapchat-Konkurrent gehandelt. Aktuelle belastbare Zahlen von ihnen selber gibt es allerdings nicht, aber sicherlich in der jüngeren Zielgruppe auch große Popularität und einige Accounts mit Millionen an Followern. Neben diesen großen Social Networks gibt es natürlich noch eine ganze Reihe. Ich habe hier einen Artikel aus dem Influencer Marketing Hub rausgesucht, der listet die, ich glaube, 75 wichtigsten Social Networks für 2020. Ich denke mal, viele davon werden Sie nicht kennen. Einige waren auch mir unbekannt. Es gibt da natürlich noch sehr viele thematische Seiten.
Die Netzwerke, die wir jetzt angesprochen haben, die bewegen sich alle so im privaten Entertainment-Bereich, mit Ausnahme von LinkedIn. Es gibt dann natürlich auch noch Anwendungs- oder industriespezifische Social Networks. Meetup wäre da zu nennen, wenn Sie ab und zu mal so Nutzerinnen treffen oder sowas besuchen, kennen Sie die Seite vielleicht. Meetup ist eine Plattform, auf der man sich registrieren kann und selber sehr einfach Meetups, Treffen registrieren, wird benutzt für WordPress, Nutzergruppen und alle anderen Arten von Treffen. Das heißt, Sie haben hier eine Veranstaltungsverwaltung inkludiert, Leute können sich anmelden, für non-kommerzielle Treffen gedacht. Es gibt etliche Social-Media-Communities im Musikbereich, im künstlerischen Bereich, im Filmbereich, weil wir heute schon von der Lesesucht gesprochen haben, sehr populär, vielleicht auch der eine oder die andere von Ihnen dort registriert. Goodreads, eine Community rund um Literatur, wo die Nutzer eben Bücher bewerten, Reviews abgeben, ich glaube auch selber Texte posten können. Twitch, Zlob 25, vollkommen richtig. Twitch zählt auf jeden Fall zu den sozialen Medien. Twitch eben aus dem E-Gaming-Bereich als Streaming-Lösung. 4chan, 4chan für die von Ihnen, die es nicht kennen. 4chan ist eines der größten Diskussionsforen im Internet. Auch sehr alt, ich weiß das Gründungsjahr gar nicht, Sie haben da Foren zu allem Möglichen. 4chan ist eine dieser Oldschool-Seiten, wo Sie ohne Registrierung im Wesentlichen alles posten können. Mit all den Schattenseiten und positiven Effekten, die das mit sich bringt. Ich sage mal, auf der Habenseite so ziemlich 99 von 100 Memes, die Sie in den letzten 10 Jahren gesehen haben, sind hier auf 4chan entstanden oder hier zuerst gepostet worden. Auf der anderen Seite gibt es hier etliche Boards, in denen immer wieder mal Pornografie, in der Vergangenheit sogar auch kinderpornografisches Material und so weiter auftauchte. Die Personen, die 4chan betreiben, beziehungsweise der Gründer von 4chan, ist ein starker Verfechter einer liberalen, freien Internetkultur und tritt eben für die Möglichkeit ein, dass es im Internet Diskussionsforen geben muss. Letztendlich eine ähnliche Diskussion wie vorher angesprochen. Ist eine riesengroße Seite, ein Großteil der Postings auch anonym. Würde ich zu den sozialen Medien zählen. Es gab, wenn man so will, ich habe es das letzte Mal kurz angesprochen, es gab in diesem Web 1.0 Webseiten, die im Wesentlichen statisch waren, wo die Nutzer selber nicht großartig was posten konnten oder veröffentlichen. Und wenn man so will, in der Übergangsphase vor den typischen Social-Media-Plattformen, über die wir jetzt sprechen, da gab es schon eine ganze Weile lang Foren, auch eine Reihe sehr populärer Foren. 4chan kommt aus dieser Zeit, aber wenn man sich das genauer überlegt, Foren, klassische Diskussionsforen, sie haben da ein Nutzerprofil, es gab oft auch sogar verschiedene Mitgliederlevels, also neu registriert, Newbie und je nachdem, wie viel sie gepostet hatten. Es gibt, wenn Sie so wollen, die Startseite eines Forums, wo man die neuesten Threads angezeigt bekommt zu den unterschiedlichen Themen. Die hat auch gewisse Ähnlichkeit mit einem Newsfeed. Solche Foren haben schon sehr viel Ähnlichkeit mit Social Media. Man könnte sie sicher auch als Unterkategorie dazu zählen. Was sehr untypisch ist, ist, dass 4chan im Wesentlichen ein unkommerzielles Projekt ist. Aber wie gesagt, für mich das Hauptdefinitionskriterium von Social Media ist in erster Linie, dass die Nutzer selber die Inhalte da reinstellen. Und in dieser Hinsicht ist 4chan auf jeden Fall ein Social Media Netzwerk. Warum hat sich ICQ nicht durchgesetzt? ICQ, da bräuchte man ein schnelles Abstimmungstool. Wer kennt ICQ noch? ICQ war eigentlich der erste wirklich erfolgreiche Chat. Kann man schon sagen, WhatsApp befasst, bevor es Smartphones gab. Für die von Ihnen, die jetzt Hey machen, das war ein Client, den man am Computer laufen hatte. Und es gab dann eine Reihe von Nachfolgediensten, da hat dann auch jeder Anbieter, MSN und so weiter, haben ihre eigenen Chats gestartet. Warum? Man konnte Dateien versenden, man konnte ganz schön viel machen eigentlich mit ICQ. Video gab es nicht. Ich glaube, für Video waren die Leitungen damals gar nicht schnell, für Live-Video. Es gibt einige, ich sag mal, tote oder verstorbene große Plattformen. Das hat
vielfach mit strategischen Entscheidungen zu tun. Denken Sie im Hardware-Bereich an Nokia. Für uns eigentlich, ich war Nokia Communicator oder so ziemlich das Maß aller Dinge. Und Nokia hat dann irgendwann gesagt, nein, diese Smartphones ohne Tastatur, die Nokia Communicator waren diese Aufklappdinger, die unten die Tastatur hatten, die Smartphones ohne Tastatur setzen sich nie durch, sowas bauen wir nicht. Ja, sind innerhalb kürzester Zeit in die Bedeutungslosigkeit, ja, ICQ steht für ICQ, in die Bedeutungslosigkeit versunken. MySpace war mal eine riesengroße, populäre Plattform, hat irgendwie auch den Transit dann nicht geschafft. Ich weiß es im Detail bei ICQ nicht, aber die Nutzerzahlen waren schon sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich, wirklich lange vor WhatsApp schon populär. Eine kurze Erinnerung an diesen Artikel aus dem letzten Mal, die Building Blocks von Social Media. Identität, Konversationen, Sharing, also das Teilen von Inhalten, Presence, Verknüpfung mit lokalen Gegebenheiten, spielt nicht bei allen Social Networks eine Rolle, aber bei vielen. Relationships, die eigenen Kontakte, das eigene Netzwerk, Reputation und Gruppen, Interessensgruppen, Diskussionsgruppen, das sind im Wesentlichen die relevanten Elemente, die eine Social Media Plattform ausmachen, wie auch schon beim letzten Mal erwähnt. Die sind nicht bei jedem Netzwerk gleich gewichtet, die sind auch nicht alle vorhanden, aber einige dieser Building Blocks spielen bei allen Social Networks eine beträchtliche Rolle. Und damit komme ich auch zur Übungsaufgabe. Ich habe sie im Moodle noch nicht freigeschalten, das werde ich heute im Lauf des Tages machen, wenn ich dann auch das Video aufstelle. Sie sollen eine Social Media Plattform oder App, wie gesagt, die Sie benutzen, beschreiben. Mindestlänge 4500 Zeichen, und das muss jetzt kein typisches Social Media Netzwerk sein, das kann so etwas eben sein wie Meetup oder Goodreads, das kann auch eine App sein, in der Social Media Elemente eine Rolle spielen. Ein Algorithmus, der die Verteilung der Inhalte steuert oder die Möglichkeit für Nutzer Inhalte beizutragen. Ein kleiner Hinweis, Kritiken, Reviews und so weiter sind natürlich auch so ein Element. Es gibt da sehr spannende Ansätze. Meine Frau, die Hunde und ich sind oft draußen unterwegs, und wenn man dann mal vor einer Pflanze steht, ich kenne ja als gebürtiger Osttiroler die westösterreichische Vegetation besser als die ostösterreichische. Wenn man dann vor einer Pflanze steht und sich nicht sicher ist, was ist das, kann man es essen, sollte man dran lecken oder besser nicht. Da gibt es ein sehr spannendes Projekt einer deutschen Uni, Flora Incognita. Es ist eine App für Smartphone, da können Sie dann im Wesentlichen auswählen, ist es ein Baum, ist es ein Busch, ein Grashalm, und Sie fotografieren dann Blätter, Früchte, was eben verfügbar ist, und bekommen dann eine Identifikation zurück. Wenn die Bildqualität ausreicht, wenn die Identifikation fraglich ist, dann könnten eben auch, wenn Sie die entsprechenden Funktionen freigegeben haben, andere Nutzer da drauf schauen. Sprich, Sie haben so eine Art zweistufigen Prozess. Ein Algorithmus versucht zuerst mal das zu erkennen, und dann wird automatisiert die Hilfe von Nutzern angefordert. Es gibt auch ein Wiener Startup für Tierbesitzer, wie beim Menschen ein guter Indikator für bestimmte gesundheitliche Probleme bei Hunden ist ein Urintest. Den macht man normalerweise beim Tierarzt, der kostet relativ viel. Ich nehme an, das wird es bei Katzen auch geben, da bin ich nicht der Experte. Und bei diesem Startup ist es eben so, Sie bekommen eine App und Sie bekommen um, ich glaube, 1990 zwei so Tests, Schaufel, alles in Papier verpackt, schön umweltkonform mit einem Stiel. Und wenn sich der Hund dann hinhockt, dann halten Sie der Schaufel kurz drunter und das Urin läuft dann über diese Teststreifen. Das sind, glaube ich, 8 Parameter, die da erhoben werden vom Zuckerwert, was man halt aus Urin so rauslesen kann. Diese Streifen verfärben sich dann so, wie Sie es von pH-Indikatorstreifen kennen. Und dann fotografieren Sie mit der App dieses Streifenfeld, und die App erkennt dann eben, ob aufgrund der Verfärbung dieser Streifen, ob da alles im normalen Bereich ist oder nicht. Was hat das mit Social Media zu tun? Nun, je nachdem wie natürlich die Belichtung ist, wird es da immer Grenzfälle geben, und wenn die App das nicht zuverlässig erkennen kann, dann wird das automatisch weitergeschickt an ein Team aus Tierärzten, die eben für dieses Startup
arbeiten, dann schaut sich jemand das Bild an und wenn der das dann eindeutig interpretieren kann, gibt es ein Ergebnis und wenn nicht, wird man wieder kontaktiert. Das heißt, auch hier quasi die Einbindung von Nutzern, jetzt nicht auf breiter Basis, sondern in dem Fall in einem Expertenbereich, auch hier Social Media Elemente und da gibt es ganz, ganz viele solche Sachen. Also ich bin sicher, wenn Sie da ein wenig nachdenken, dann fällt Ihnen die eine oder andere spannende App oder Webseite ein, die eben auch solche, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Social Media Mechaniken oder Social Media Elemente nutzt. Ja, das die erste Übungsarbeit, wird dann als PDF im Moodle hochzuladen sein, heute im Laufe des Tages angelegt. Wenn Sie dazu Fragen haben, natürlich sehr gerne jetzt oder auch jederzeit im Anschluss an die Vorlesung. Aber diese Building Blocks auf Social Media, Sie werden, wenn Sie in der Hinsicht ein bisschen sensibilisiert durchs Medienleben gehen, Sie werden das auch immer wieder sehen, die von Ihnen, die vielleicht mal bei 2 Minuten, 2 Millionen oder Höhle der Löwen reinschauen, spielt auch bei vielen Startups eine Rolle. Eine Dimension dieser User Inclusion nebenbei bemerkt, Sie wissen auch in unserer Disziplin spielt natürlich die Markt- und Meinungsforschung eine beträchtliche Rolle. Normalerweise oder in vielen Fällen ein quantitatives Untersuchungsinstrument. Social Media Plattformen geben natürlich gerade Startups, die vielleicht budgetär auch nicht entsprechend ausgestattet sind, um einschlägige Institute zu beauftragen, die geben auch Startups die Möglichkeit, sehr kostengünstig und vor allem sehr, sehr schnell und fast in Echtzeit Feedback einzuholen. In der Entwicklung, nicht nur, der Begriff kommt ursprünglich aus der IT, aber mittlerweile nicht mehr, schon lange nicht mehr nur verwendet für Softwareentwicklung, sondern auch für Services, Produkte, Rapid Development, also schnelle Entwicklung. Früher mal war es üblich, bevor Sie ein Produkt auf den Markt gebracht haben, das zu testen, zu optimieren und dann das fertige Produkt zu verkaufen. Wenn Sie an den Online-Bereich oder auch an viele neue Produkte denken, die werden sehr, sehr schnell zu einer gewissen Marktreife gebracht und dann die ersten Nutzer, Stichwort Beta-Tests, deren Feedback verwendet man dann wieder, um das Produkt zu verbessern. Also diese Einbindung von Nutzern, da geht es nicht immer nur, so wie bei den klassischen Social-Media-Netzwerken, um das Publizieren, um das Veröffentlichen von Informationen, um die private oder berufliche Selbstdarstellung, sondern auch dort, wo Feedback eingeholt wird, dort, wo auch beispielsweise Reviews als Gewichtungskriterium verwendet werden, da haben wir es überall mit Social-Media-Elementen zu tun. In diesem Zusammenhang darf natürlich auch die klassische Maslow'sche Bedürfnispyramide nicht fehlen. Die kennen Sie natürlich alle. Maslow hat sich überlegt, was braucht der Mensch, um glücklich und zufrieden zu existieren? Diese Bedürfnispyramide ist als hierarchische Struktur zu verstehen, also sozusagen die Grundbedürfnisse, die hier unten stehen, die müssen zuerst mal erfüllt sein, bevor man sich um die komplexeren Bedürfnisse kümmert. Ein Grundbedürfnis, physiologische Bedürfnisse, selbstverständlich. Sie wissen, eine Maxime von Preppern, Waldläufern und sonstigen Überlebenstrainern. 3 Minuten ohne Luft, 3 Tage, na wie war das? 3 Minuten ohne Luft, 3 Stunden ohne Unterkunft in entsprechend kalten Bedingungen, 3 Tage ohne Wasser, 3 Wochen ohne Essen. Physiologischen Bedürfnisse im Wesentlichen unsere körperlichen Grundbedürfnisse. Luft, Nahrung, Getränke, gehört aber auch dazu eben Unterkunft, Schutz vor Umweltbedingungen, das ist mal das Erste. Ich sage auch deshalb Überlebenssituationen, das sind die Dinge, auf die dann besonders Wert gelegt wird. Dann gleich nach den grundlegenden physiologischen Bedürfnissen, die, sage ich mal, auf biologischer Ebene unser Überleben sichern, kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Und Sicherheitsbedürfnisse zu verstehen in einem weiteren Kontext, das bedeutet jetzt nicht nur, ich montiere mir das 3. Zusatzschloss an meine Tür, sondern Sicherheitsbedürfnisse bedeutet auch Planungssicherheit, Lebenssicherheit, Existenzangst resultiert sehr häufig aus fehlender Sicherheit, beispielsweise in beruflicher Perspektive. Nachdem die physiologischen und die Sicherheitsbedürfnisse erfüllt sind, folgen die sozialen Bedürfnisse. Der Mensch, das versichert uns ja die Soziologie, ist ein soziales Wesen.
Wir brauchen die Interaktion mit anderen, die ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Erst nach den sozialen Bedürfnissen kommen dann die Individualbedürfnisse. Bei überzeugten Egoisten ist das vielleicht umgedreht. Ich habe auch schon Maslow'sche Pyramiden gesehen, bei denen individuelle und soziale Bedürfnisse umgedreht waren. In der Originalvariante von Maslow ist es so drin. Und dann ganz an der Spitze, wenn sozusagen das alles erfüllt ist, dann folgt die Selbstverwirklichung. Man könnte sagen, wenn eben die physiologischen Sicherheitsbedürfnisse und so weiter nicht erfüllt sind, dann werden die zur Verfügung stehenden Ressourcen dafür verwendet, und eben nicht für die Selbstverwirklichung. Warum erwähne ich diese Bedürfnispyramide im Kontext von sozialen Medien? Weil natürlich, auch das zeigt die historische Entwicklung ganz, ganz deutlich, niemals eine Technologie verwendet wurde, weil sie verfügbar ist, sondern weil sie eben bestimmte Bedürfnisse abdeckt. Jetzt ist es so, im digitalen Bereich ist es etwas schwierig mit den physiologischen Bedürfnissen. Aber bereits beginnend bei den Sicherheitsbedürfnissen stecken da sehr viele Aspekte drin. Warum Sicherheitsbedürfnisse? Sie kennen vielleicht eine Funktion, die Facebook eingeführt hat. Ich glaube, es ist schon wieder ein paar Jahre her. Wenn es irgendwo Krisen oder Katastrophen gibt, beispielsweise Naturkatastrophen, ein Erdbeben, einen Hurricane, andere Unerfreulichkeiten, die Natur manchmal bereithält für uns, aber genauso auch Bomben, Terroranschläge, wo ein bestimmtes Gebiet betroffen ist und man hat vielleicht Bekannte oder Freunde oder Verwandte oder Familie dort und macht sich eben Sorgen, da gibt es diese Funktion bei Facebook, die wird dann automatisch freigeschalten, wenn man zum Beispiel weiß, hier in dieser Gegend war ein Erdbeben, können die Nutzer dann sagen, I'm safe oder I'm okay, und ihre Verwandten und Freunde sehen das dann gleich. Also das wäre sozusagen, das geht schon sehr stark in Richtung Sicherheitsbedürfnisse. Ich denke, soziale Bedürfnisse muss ich nicht erklären, das ist natürlich ganz im Core, im Zentrum von Social Media Plattformen. Zu sozialen Bedürfnissen gehört die Kommunikation, gehören Gruppen. Und oben an der Pyramide Individualbedürfnisse, das ist natürlich sehr häufig in Social Media eine Mischform. Auf der einen Seite kommuniziert man, auf der anderen Seite gibt es auch sehr viel direktes Belohnungsfeedback auf die eigenen Inhalte und Selbstverwirklichung, könnte man sagen, an der Spitze der Pyramide. Auch ein Topos, der uns im Social Media Bereich, wenn Sie sich mal Interviews ansehen mit der Influencern, eine beträchtliche Rolle spielt, so klassischerweise. Ich war furchtbar unglücklich in meinem schrecklichen Job im Kohlebergwerk, aber dann habe ich meinen Instagram-Account über Fitness gestartet. Das geht dann natürlich schon sehr auch in Richtung Selbstverwirklichung. Also wie gesagt, aufwärts der physiologischen Bedürfnisse steckt da sehr viel drin und dieser Bezug zur Maslow'schen Bedürfnispyramide, das ist natürlich der eigentliche Grund, warum Personen Social-Media-Plattformen verwenden und nicht, weil sich irgendjemand einen Algorithmus ausgedacht hat. So viel zum Thema Definition von Social Media. Ich habe mir gedacht, zum Abschluss hier noch ein altes, 12 Jahre schon am Buckel und kurzes Video, Social Media in Plain English. Da stecken ein paar ganz interessante Aspekte drin, über die ich dann im Anschluss auch nochmal kurz sprechen möchte. Dauert 3 Minuten 43. Das Video ist zwar simplifiziert, aber einige sehr, sehr wesentliche Aspekte ganz gut auf den Punkt. Das, was im Wesentlichen die großen Anbieter und wenn Sie zum Beispiel an Podcasts denken und ich finde die Podcasts hören, was Apple Podcasts da macht, wenn Sie auf die Startseite gehen oder in irgendein Genre gehen und dort die Top-Podcasts haben, dann bekommen Sie im Wesentlichen diese Daten geliefert, basierend auf bestimmten Algorithmen. Und vor Social Media nutzen Suchmaschinen im Wesentlichen Stichwörter, die enthalten waren. Und wenn Sie jetzt hergehen und Sie interessieren sich, sagen wir mal, für zuckerfreies Backen und Sie suchen nach diesem Thema und Sie bekommen eine Liste, in denen dieses Wort einfach nur vorkommt, mit Podcasts beispielsweise oder mit Videos, dann sagt das noch nichts über die Qualität aus. Wenn in die Erstellung dieser Liste aber Parameter reinfließen, wie viele Personen haben auf den Like-Button geklickt bei diesem Podcast oder selbst wenn es keinen Like-Button gibt, wie viele, die begonnen haben, das anzuhören, haben es bis zum Ende gehört, dann haben sie da plötzlich ein qualitatives Rating drin und
das erlaubt natürlich, Informationen ganz anders zu strukturieren. Tatsächlich, was ja auch in dem Video angesprochen wird, but suddenly there were too many flavors, ein klassisches Problem. Wir haben in der traditionellen Medienlandschaft relativ wenige, sehr, sehr große Kanäle, einige wenige Fernsehsender, viele passive Empfänger. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, aktiv Informationen zu publizieren, aber das Publikum wird natürlich nicht größer, die Informationen werden mehr und es braucht Selektionskriterien. Und das ist sozusagen ein Punkt, wo Social Media ganz, ganz wesentlich ist und ganz, ganz stark reinspielt. Auf der anderen Seite, ich habe es auch vorher schon erwähnt, Social Media, und da gibt es viele einschlägige Untersuchungen, auch was die Aufmerksamkeitsspanne und so weiter betrifft, verändern generell unseren Umgang mit Information und diese Gratifikationseffekte, auch die Möglichkeiten der Selbstinszenierung, die führen bei vielen Beobachtern dazu, dass sie eine Gesellschaft sehen, die wesentlich oberflächlicher ist. Interessant dazu dieses kurze Video, wie Social Media unser Gehirn verändert. Enjoy. Tja, wie gesagt, diese Dopaminausschüttung, das kann man messen im Labor, die wird sehr stark getriggert durch Social Media Usage. Und ich habe jetzt gerade gesehen während dem Video, dass ich ein paar Fragen übersehen habe. Die möchte ich jetzt gerne noch durchgehen mit Ihnen. Julia Jeuter hat vorher gefragt, können Sie nochmal den ersten Unterschied mit der Sonderform erklären? Also wie gesagt, was ich da gemeint habe, wir haben im klassischen Medienbereich Distributionstechnologie, Produktionstechnologie und Redaktion sind eine Einheit. Social Media Plattformen sind an sich bloße technische Infrastruktur, stellen keine Inhalte bereit. Die Inhalte kommen nur von den Nutzern. Und da taucht aber sehr schnell die politische Frage dann auf, müssen diese Anbieter dafür auch Verantwortung übernehmen? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Sehr gut zu dem vorigen Video passt die Frage von Nathalie98. Ist es nicht auch Bestätigung und Selbstdarstellung, die süchtig macht, nicht das Like an sich? Die Antwort steht in dem Fall in der Frage Bestätigung. Wenn man so will, die externalisierte Bestätigung auf Social Media Plattformen ist ja das Like. Es ist nicht wahnsinnig, also ist sozusagen bis zu einem gewissen Grad befriedigend, einfach nur eine Seite und ein Profil zur Selbstdarstellung anzulegen, aber interessant wird das Ganze dann natürlich durch die sichtbare Bestätigung. Es gibt übrigens auch im psychologischen Bereich, wäre dem Spektrum des Priming zuzuordnen, einen wesentlichen Social Priming Effekt, wenn wir Social Media Newsfeeds durchsehen. Wenn ein Beitrag überdurchschnittlich viele Likes hat oder besonders viele Kommentare, dann sind wir sehr stark geneigt dahin zu sehen. Das triggert in uns auch auf einer relativ unbewussten Ebene sofort sozusagen den Reflex. Das hat viele interessiert, da gibt es viele Reaktionen drauf, das muss irgendwie relevant sein, das muss ich mir auch ansehen. Also ich denke, diese Mechanismen, eben die Kombination aus Selbstdarstellung und den direkt sichtbaren Reaktionen, die spielen da in Kombination eine große Rolle. Na, über ICQ haben wir vorher gesprochen. Vermisst manchmal ICQ auch. Miraculix28, auch eine sehr gute Frage. Bezüglich Memes, kann man sagen, wer die erfunden bzw. welche Plattform den Erfolg besonders unterstützt hat? Ja, auf jeden Fall 4chan. Ich meine sogar, vor ein paar Jahren war Mood, der Gründer und Betreiber von 4chan, in Wien mal im MetaLab zu Gast bei einer Podiumsdiskussion. Ich glaube, da waren wir 20 Leute oder so. Ich hatte auch recht lange Gelegenheit, mit ihm zu plaudern. Sehr, sehr interessanter, sehr, sehr ruhiger Typ. Ich meine, dass die allerersten Memes, also auch so in diesem klassischen Format, ein Bild aus irgendeiner Serie oder so hernehmen und darin recht bold und deutlich einen Spruch reinschreiben. Ich glaube, dass dieses Format auch auf 4chan erfunden wurde und dort entstanden ist. Eine Anschlussfrage von Warren Lyro. Ist das nicht durch die Google-Bildersuche überflüssig? Nein, überhaupt nicht. Die Google-Bildersuche zeigt Ihnen ja nur Bilder an, die im Internet irgendwo existieren. Tatsächlich, wie gesagt, 4chan ist eigentlich der Platz, wo die meisten Memes ursprünglich hochgeladen werden, also zuerst hochgeladen werden. Wenn Sie
Wenn Sie in der Google-Bildersuche irgendein Meme finden, dann hat Google das irgendwo indexiert. Und wie gesagt, nachdem 4chan, nachdem die Foren und die Bilder großteils, ich glaube sogar alle öffentlich durchsuchbar sind, ist das natürlich schon der primäre Originator, wo viele von denen herkommen. Aha, danke schön, Naturblick-App, die muss ich mir auch unbedingt anschauen. Genau, der Oma kann man die Pflanzen empfehlen. Brisa, Robert, stehen auf Moodle, nochmal die Kriterien. Ja, für die Übungsarbeit, ich stelle die, wie gesagt, heute im Anschluss, wenn ich das Video rauf, da stelle ich die rauf, da steht auch genau die Länge und die Anforderungen an die Übungsarbeit drin. Ja, sorry für die Tonprobleme vorher, ich muss da, wenn das Video läuft, das Mikrofon abdrehen. Ja, so viel heute also zu den weiteren Definitionskriterien von Social Media. Und ich möchte die heutige Vorlesung auch als Denkanstoß gerne abschließen mit einem letzten Video, einem kurzen TED-Talk von Dr. Cal Newport. Den kennen Sie vielleicht. Ist ein sehr erfolgreicher und bekannter Autor diverser Bücher über effizienteres Arbeiten, Effizienzsteigerung und kein ausgewiesener Freund von Social Media. In diesem TED-Talk mit 7 Millionen Views spricht er darüber, warum wir alle schleunigst aufhören sollten, Social Media zu verwenden. Dauert 14 Minuten und ist, denke ich, auf jeden Fall zumindest diskussionswürdig. Tja, wären wir besser dran, wenn wir Social Media nicht verwenden würden? Eine recht radikale Position, sehr, sehr guter Kommentar meiner Meinung nach von Bastaman 2, realisierte aber schon, dass man sich den Talk jetzt über eine Social Media Plattform anschauen kann. Ja, das ist die Skurrilität unserer digitalen Welt, dass natürlich die Kritik an digitalen Medien auch zu einem hohen Grad über diese Medien verbreitet wird. Wie gesagt, ich persönlich finde, es ist absoluter Schwachsinn zu sagen, dass alles, was auf Social Media passiert, ein 6-Jähriger mit einem Smartphone tun kann. Wer von Ihnen schon mal Videos angeschaut hat von den einschlägigen Influencern, beispielsweise in Deutschland oder die Videos der Österreicher oder die Sachen, die Pamela Reif auf YouTube stellt oder so, meine Frau schaut die Fitnessvideos immer. Das ist natürlich hochgradig professionell produziertes Material, hat mit einem 6-Jährigen ganz und gar nichts zu tun. Die Frage ist natürlich immer, wenn man diese Plattformen benutzt, verwende ich es als passiver, kritikloser Konsument, um mich abzulenken vom richtigen Leben, oder nutze ich aktiv die Möglichkeiten, die diese Plattformen bieten. Also letztendlich dieselbe alte Frage, die sich bei jeder neuen Medientechnologie stellt, in einem neuen technologischen Setup. Ja, letztendlich, und ich fürchte, das ist die grausame Wahrheit, wird es wohl nicht an den sozialen Medien liegen, sondern mehr an uns. In diesem Sinne noch ein kurzer Blick auf den Chat. Ja, dieser TED-Talk von Dr. Cal Newport ist aus dem Jahr 2016. Und damit sage ich Dankeschön, in Kürze dann das Video und die Übungsaufgabe auf Moodle. Und wir sehen uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Danke, schönen Donnerstag und schöne Woche noch.